Hallo und willkommen zu einer neuen Folge, neuen Aufnahme von Let's Play Black Desert Online. Wir sind mittlerweile Stufe 13 und ohne groß zu schwätzen würde ich sagen, fangen wir auch gleich direkt an. Verbinden. Schlafsberg, nördliche Ebene von Sereni, Serendia. Wo waren wir denn eigentlich gerade? Oder ich meine, bei der letzten Aufnahme. Wir haben Grauwölfe erledigt, ein bisschen Nebenquests abgegeben. Wir sind, glaube ich, dabei, in die Höhle dieser Goblins zu gehen. Glaube ich. Glaube ich zumindest, dass wir dabei waren. Ich weiß es nicht mehr genau. Nachrichten, Geschützziel. Ja, nein, ne? Wirklich, Weltbierfest? Nee, lassen wir mal. Das haben die Belohnung haben wir schon erhalten. Also, Quest, Pfad des schwarzen Magiers. Wo muss ich denn da hin? Und zwar dahin muss ich, ist gar nicht mal so weit weg. Ach so, zum Talentlehrer. Zum Beispiel könnt ihr mit Schatten mal Feinde aufhalten, bevor sie nah an euch herankommen. Wenn ihr dieses Talent richtig verwendet, bringt ihr es noch zu großem Ruhm. Denkt ihr nicht auch? Natürlich, natürlich. You must learn the appropriate skills. Menschen wollen immer, ja, das ist die Leute dabei mache. Schwört ihr das? Ich habe eine starke Aura im Süden wahrgenommen. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Vielleicht ist es aber auch ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Kannst du es nicht genauer formulieren? Was ist damit? Das ist schon aktiv fortgeschritten. Ja, klar, nehmen wir an. Hast du noch was? Nein, das war's. Okay. Kommandante. Ah, die Prinzessin. Ja, das wirst du dir Princess, fressen. This isn't Heidel, you know. I don't want to hear it. Let's just finish here and go home. Think you're going to was für ein Geruch. Seid ihr Söldner, den Klaas erwähnte? Ich bin ja Rente, was macht ihr hier? Wie wär's mal mit ein bisschen Respekt, ja? Also, ich kann nur weil du hier eine Prinzessin bist, hier ein Verbündete, heißt es nicht, dass du hier einfach Crash zeigen kannst. Oh, im Süden des Lagers gibt es also eine Höhle mit einer uralten Steinkammer. Das hört sich doch interessant an. Ihr werdet dort einen Mann namens Elan begegnen. Haben wir den nicht schon mal getroffen? Ich weiß nicht, ob er einfach faul ist oder sich gerne Ärger einhandelt. Ja, komm, wir nehmen an, wir sind mutige Abenteurer. Wir nehmen jede Quest an, jede Gefahr. Und Shift-Linkstaste, dann L und F. Fußtritt. Shift-Link. Wow. Okay. Damit kann man ein bisschen vorstürmen und okay, das ist cool. Das ist cool. Eine Sache, die ich hier unbedingt loswerden will, das kommt auf 0. Und meine Skills kommen hier weiter nach vorne, das will ich so haben. Tatsache, es könnte durchaus besser sein, wenn man es mit der Tastatur macht, weil da muss man sich, wenn man sich das merkt, kommt man besser dran, als wenn ich jetzt die 8 drücken muss, weil die 7 und die 8 drücken muss, weil diesen von meiner von WASD halt weit entfernt, sag ich mal. Das kostet dann in kritischen Momenten einfach nur Zeit, die man vielleicht nicht hat. Wir beschwören mal den schwarzen Geist. Was geht, Kollege?
Ihr seid meiner Gesellschaft würdig, brechen wir auf, natürlich. Belohnungen. Erhalten, 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 erhalten. Okay. Alter, schubst mich nicht an, du dreckiger Spaß. Sieben Tage? Ja, warum nicht? Für sieben Tage, das ist bestimmt cool. Jetzt haben wir eine coole neue Rüstung, Leute, das läuft, ey. Für sieben Tage finde ich auch schade, dass es nur für sieben Tage ist, aber oder, also, achso, das ist nur das Outfit, es ist nicht die Rüstung selber, nur das Outfit, aber ganz ehrlich, sieben Tage, das... Komm, das machen wir doch mal. Das ist schlechter, das können wir verkaufen, verkaufen. Laternenöl, okay. Können wir nicht irgendwie ein bisschen, ja, für einen Screenshot halten oder so? Wie mache ich denn das? Screenshot halten. Gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit, wie man einen Screenshot erstellt. Komm schon, verarsch mich nicht. Okay, bin ich jetzt eigentlich nett. Salon. Aha. Screenshot. Warte mal, machen wir mal ein bisschen weiter raus. So, mal sehen. Ja, das, ich habe überlegt, wie mir das macht, wie ich das mache wegen dem Thumbnails auf dem für die Videos habe ich mir überlegt, wie ich das mache. Und da fällt mir nun eben nichts Besseres ein. Wie wenn ich das, wo gehe ich eigentlich dann lang? Gehe ich da richtig überhaupt lang? Ja, sieht richtig aus. Ich muss da hin und da laufe ich auch jetzt. Gut. Nee, passt alles. Geh zu Edan, Level 11. Wir sind Level 14. Das sollte kein Problem sein. Gut, 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 gut. Ja, aber ich muss sagen, das Outfit sieht doch ganz schick aus. Ich kann mich darüber nicht beschweren. Und werde ich auch nicht. Das können wir mal schließen. Ich kann die Prinzessin leider noch nicht ausstehen. Ich hoffe, der Charakter ändert sich noch in der Zwischenzeit. Eine Sache würde ich gerne wissen. Außer Hallo erhalten. Warum kann ich das? Ach so. Erfahrung des Söldners, persönliche Transaktion, sofort aktiviert. 200. What? 200. Bei halb. 6. Also. Beim Halten gebunden, ja, okay. Für 30 Minuten. 200% losische Kampf-EP. Oder mehr bei Erhalt der Belohnung. 100% sofort für die nächsten. Okay, was nehmen wir mal? Ich denke mal, für eine Stunde generell mehr EP oder für 200% mehr EP für 30 Minuten für Kampf. Schreibe sofort nach Erhalt. Sofort aktiviert nach Erhalt. Ich glaube. Machen wir mal das hier, da haben wir mehr davon, also länger. Wir müssen eine auswählen, warum nur eins? Magiekristall sammeln, Fischfang, Verarbeitung, Ausbildung. Was genau? Ausbildungs-EP plus 3. Verarbeitung plus 3.
Sammeln. Ich glaube, Sammeln werden wir am öftesten machen, deswegen nehme ich einfach das da. Zeittyp, Ereignisse. Gut. Dann will ich gerade mal nachschauen, wie das funktioniert. Ja, das habe ich da bekommen. Kann ich aber noch nicht benutzen. Okay. Kann ich noch nicht benutzen. Okay, okay. Was? Okay, die eine Stunde läuft schon. Das sieht man hier unten. Den Buff. Den Buff. Album. Okay, man kann sich also. Interessant. Kann ich irgendwie das eine machen oder so? Ich muss schon sagen, also man sieht schon cool aus, was sich da einige gemacht haben. Aber egal, das wollte ich gar nicht. Ich wollte wissen, wegen Berufe, wie ich das mache, verarbeiten oder so. Nee. Nee, gut, das müssen wir mal später dann noch rausfinden. Ja, aber die Zeit läuft gerade, da bin ich gerade ein bisschen EP farmen. Zum Beispiel, indem ich diesen unnötigen Baum dann einfach mal fixieren. Einfach so. Wisst ihr? Einfach so. Das ist wahrscheinlich das unsere Expeditionsgruppe. Sieht zumindest danach aus. Hm, oder auch nicht. So, laufen wir mal ein bisschen schneller. Da ist die Höhle. Ist das vielleicht unser erster Dungeon damit? Das wäre cool eigentlich. Verpisst euch mal aus dem Weg, okay. Es ist schwierig zu erklären, ein exakt wie ein Mann geformter Stein. Die Kleidung und das Zubehör, so aufwendig, auch wenn er etwas beschädigt war, wirkt er wie eine lebendige Person. Sieht aus wie ein Golem. Interessante Kleidung haben die Menschen in uralten Zeiten solche Kleidung getragen. Das sieht irgendwie aus, als ob sie sich aktivieren. Verteidigungswaffe der Uralten. Sie haben eine runde Form und sind für den defensiven Kampf geschaffen. Eine Relikt, das eine antike Waffe sein soll. Achso, ja, okay. Dann müssen wir zunächst hier aktivieren. Das sieht ziemlich interessant aus. Okay, da kann man auch unter die Hose gucken. Ich glaube es nicht. Also manchmal übertreiben die Spiele etwas mit der Detailgenauigkeit etwas, aber okay. Es ist nun mal so eigentlich realistisch gemacht, glaube ich. Was ich damit meine, schaut euch am besten Twin Saga, das letzte Test von Twin Saga an, dann wisst ihr, was ich damit meine. Bei Twin Saga ist es etwas, ja, direkter, sag ich mal. Gut, die Goblins arbeiten hier schön, arbeiten hier das antike Schiffbohnen. Das erinnert mich doch eher ein bisschen mehr so an Skyrim Dungeons oder halt die Höhlen. Ein Relikt, das eine antike Waffe sein soll, es ist gewalttätig. Eine riesige Verteidigungswaffe der Uralten. Ihre Oberfläche ist sehr robust und ihr Angriff bringt Zerstörung. Okay, das ist ein Angriff des Todes und das ist eine Verteidigungsmaschine. Wandmalerei, welche die Prophezeiung der Uralten zeigen soll. 3. Altar. Oh, okay, unsere. Ein Altar, der aus Schlangen besteht, dem Symbol der Alchemie. Seine Form ist eine 8 nachempfunden.
Der Beschwörungsstein des unsterblichen Alchemisten wird darauf platziert und die Flamme des Unheils lodert hervor. Unsere Ausdauer ging dadurch irgendwie runter, so wie ich das sehe. Und da ist Edan. Es muss das Schicksal gewesen sein, das mich hierher geführt hat. Oder auch einfach nur Zufall. Ich weiß nicht, was euch hierher geführt hat. Doch es ist Teil eures Schicksals. Hör mit dem Schicksalsgelaber auf. Was wollt ihr wissen? Erfahrung enthüllt nach dem... Habt ihr diesen schwebenden Stein hinter ihm bemerkt? Darin verbirgt sich etwas. Ich spüre eine finstere Aura. Doch ich kann ihr nicht widerstehen. Sehen wir uns den Stein genauer an. Remember, friend, I'm Eden. Oh, ich glaube, er meint diesen Stein. Ein geheimnisvoller Mann, ja, das hat mir die Energie, die dieses Artefakt ausstrahlt, scheint der sehr ähnlich zu sein, die der Schwarzgeist von sich gibt. Eden, look at this. Is something wrong with the artifact? Could it somehow be your presence? You, though it's weak, you are possessed with dark energy. It still hasn't awakened. Hey, tell us anything at all you can remember about the black energy. You must rid yourself of all those hallucinations. Eden, stop. He seems unstable. Oh, das wäre aber nicht gut, wenn wir jetzt sterben. Ich will nicht sterben. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Bin ich jetzt eventuell besessen von dem schwarzen Geist? Ist der jetzt böse oder gut? Was passiert hier jetzt? Ja, das habe ich mir schon angesehen. It's a phenomenal discovery if the story carved in the mural is true. An alle Mauern steht hier entdeckt worden. Nur 10 davon konnten geschlossen werden. Darunter finden sich Prophezeiungen und Erfahrungen der Uralten. Okay, nee. Alles in Ordnung bei euch? Wir haben, was wir wollten. Gehen wir. Der Schwarzgang scheint erweckt worden zu sein. Damit meine ich diese finstere Illusion, die euch erscheint. Ich weiß auch, worum es sich dabei handelt. Ich gebe euch einen Rat. Füttert die Illusion nicht mit euren Emotionen. Wenn ihr euch zu sehr auf sie einlasst, begebt ihr euch auf dünnes Eis. Ich kann euch jetzt nicht alles erklären. Warum? Es geht um mein Leben, hallo? Ihr werdet wahrscheinlich eure eigenen Erfahrungen machen müssen. Diese Erfahrungen werden euch helfen. Experience will gradually reveal the way. The past doesn't tell us anything about the future. Die Vergangenheit wirft kein Licht auf die Zukunft. Was in der Zukunft passiert, basiert vollständig auf Erfahrung. Seht euch einmal diese mitgenommene Steinstatue an. Die Figur der Statue trägt eine Priesterhobe. Eigenartig, nicht? Im uralten Zeitalter gab eine
gab es keine Priester.